wenn Sie nicht klar Ross und Reiter benennen und wenn Sie nicht klar einen Maßnahmenkatalog vorlegen, dann wird es dazu kommen, dass in der Folge des Urteils in einigen Städten, jedenfalls auf einigen Routen, es zu Fahrverboten kommen wird. Und das haben Sie jetzt eben gerade auch nicht ausgeräumt. Auch Sie sind an Recht und Gesetz gebunden. Und wo kämen wir denn hin, wenn die Regierung oder wenn der Ministerpräsident in Gutsherrenhart darüber befindet, welcher Urteilsspruch und wie ein Urteilsspruch umzusetzen ist? Was Sie eben hier geliefert haben, das war so ein Rumlavieren und an der Rechtsmaterie abarbeiten ohne klare Aussage. Die Bürgerinnen und Bürger, die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister und auch die Bezirksregierungen, die sind überhaupt nicht zufrieden. Dann sprechen Sie nicht mit denen. Sie sollten überhaupt mehr mit Oberbürgermeisterinnen und Bezirksregierungen reden als mit der Automobilindustrie. Natürlich ist es wichtig, sich mit den Konzernen und auch mit den Vorständen zu unterhalten. Aber Sie haben die Aufgabe als Ministerpräsident, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben, die Gesundheit zu schützen und entsprechend zu einem Ausgleich zu kommen. Und das machen Sie nicht. Sie plaudern munter das nach, was in den Konzernzentralen diskutiert wird. Das gilt bei der Industrie, das gilt bei der Energiepolitik, das gilt auch leider in der Verkehrspolitik. Alle fordern diese verbindlichen Hardware-Nachrüstungen. Und Herr Ministerpräsident, Sie haben hier keine klare Linie. Ihr Verkehrsminister unterstützt diesen Vorschlag. Sollten wir sagen, mehr Wüst, weniger Laschet? Sie haben heute die Möglichkeit, klarzumachen, ob Sie als Ministerpräsident des größten Bundeslandes auf die Bundesregierung Druck und Einfluss ausüben, dass der Verkehrsminister, der neue Bundesverkehrsminister, hier ein klares Konzept vorlegt, dass die Automobilindustrie verpflichtet wird, auf ihre Kosten diese Hardware-Nachrüstung vorzunehmen.